Hallo, lieber Steinbock. Ja, die Herbsttag- und Nachtgleiche ist einer der großen Wendepunkte im Jahr. Mein Name ist Sirut Sabine und in diesem knackigen Special Reading schauen wir gemeinsam, was dich jetzt in deinen Wendepunkt begleitet und dich auf deinem Weg führen möchte. Wendepunkte, ja, es kann jetzt direkt ein Wendepunkt in deinem Leben anstehen. Es kann zur Herbsttag- und Nachtgleiche einer anstehen oder an einem anderen Zeitpunkt. Dieses Reading ist trotz allem zeitlos und es wird dich genau dann finden, wenn du diese Inspiration und diese Information brauchst. Lieber Steinbock, wir schauen jetzt mal mit drei Orakelkarten, was sich hier verwandeln möchte, welche inneren Themen sich da zeigen. Und dann schauen wir mit dem Tarot nochmal weiter. Kurz, knackig und ziemlich ausschlaggebend. Ach, guck mal hier, auch du bekommst die Transformation und du bekommst eine Inspiration. Ja, Transformation, ich weiß gar nicht, haben wir ja permanent, oder? Also das Leben ist einzig hier, um Energien zu transformieren, sodass du in dir nachspüren kannst, was braucht es jetzt? Was möchte jetzt verändert werden? Was hast du vielleicht aus einem anderen Leben mitgebracht? Inspirationen, die zu dir fließen, die diese Transformation in einen Neuanfang verwandeln. Es gibt hier ein Tor zu durchschreiten, vielleicht die Herbsttag- und Nachtgleiche, auch eines der großen Portale im Jahr. Inspirationen, lieber Steinbock, fließen dir zu. So, ich habe ein neues Tarot mitgebracht, und zwar das Linestrider Tarot. Wunderschöne kleine Karten, mit denen wir jetzt hier mal tiefer schauen. Was, lieber Steinbock, möchte in die Transformation in deinem Leben? Wo braucht es vielleicht Inspirationen? Wo trägst du Inspirationen in dir, die jetzt hier für einen Neuanfang ausgelegt sind? Wir schauen uns das mal an. Der Herrscher, es geht darum, lieber Steinbock, deinen Platz einzunehmen. Vielleicht auch deine Regeln zu transformieren, also da auch etwas umzugestalten. Was sind deine Werte? Was trägt dein Leben? Als Herrscher in deinem Leben bist du dafür zuständig, deine Regeln aufzustellen, deine Werte zu definieren. Vielleicht bekommst du da unterschiedliche neue Inspirationen. Und bitte, warum zweifelst du? Die zwei Schwerter. An was zweifelst du? An der Transformation, an den Inspirationen, an deiner Kraft? Die Zweifel. Wir dürfen alle in dieser Zeit sehr tief in uns ankommen, sehr tief in unserer eigenen Energie uns verwurzeln. Und eigene Energie haben wir hier super schön. Wir haben hier den König der Münzen. Das bist du, mein lieber Steinbock. Das ist deine Energie, strukturiert. Vielleicht sind die Inspirationen, die da zu dir kommen, gerade richtig viel und du weißt gar nicht, wie du die einsortieren sollst. Mach dir Notizen, du musst nicht alles sofort umsetzen. Mach dir deine eigenen Regeln. Stell dir einen Plan auf und wisse, dass du bisher schon dir sehr viel erarbeitet hast. Sehr viel Wissen, sehr viel gutes Fundament, dass aber auch das im Lauf der Zeit immer mal wieder transformiert werden darf. Da dürfen neue Inspirationen hineinfließen und da darf eben auch dann ein Neuanfang dich inspirieren, auch mal mutig zu sein.
Neuanfang heißt auch, mutig sein, mit dem zu fließen, was da durch dich ins Leben kommen möchte. Und das, was sich hier zeigt als Neuanfang, fast schon, wir schauen gleich noch weiter. Wir haben hier die 10 Kelche. Hier geht es vielleicht bei dem einen oder anderen um die Liebe. Vielleicht warst du in einer Partnerschaft, das kann jetzt alle möglichen Partnerschaften betreffen, sehr starr in deinen Ansichten. Vielleicht hast du auch gezweifelt, dass sich da jemals etwas verändern könnte. Du hast hier geglaubt, ein gutes, solides Fundament zu haben und jetzt transformiert sich das. Es transformiert sich aber in Leichtigkeit, in Liebe, in Gemeinsamkeit. Die 10 Kelche, das ist die Erfüllung in der Liebe, Erfüllung in einer Partnerschaft. Gut, wenn es jetzt geschäftliche Partnerschaften sind, Erfüllung in der Liebe, transformier dir die Energie in dein Thema hinein. Du weißt, was ich meine. Also auch da kann eine berufliche Partnerschaft durchaus erfüllend sein und sehr viele Inspirationen mit sich bringen. Der Gehängte. Hier geht es darum, vielleicht nicht alles auf einmal zu handeln, vielleicht nicht kopfüber in den Neuanfang zu springen, sondern dir einen Plan zu machen. Der Herrscher möchte nach vorne, das ist Widderenergie, das ist Feuerenergie. Du zweifelst vielleicht an deiner eigenen Geschwindigkeit und du darfst dir hier deinen Plan machen. Du darfst dir auch mal die Situation oder den Neuanfang aus einer anderen Perspektive betrachten und ganz wichtig, du darfst dir Zeit nehmen. Nicht jede Inspiration oder Transformation geht zack in einem Moment. Manchmal dürfen wir uns da auch wirklich gut Zeit nehmen. Und wir haben hier auch noch die Königin der Stäbe. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht geht es wirklich hier bei dir um die Paarbeziehung, die hier auf eine neue Ebene gehoben wird, auf ein neues Level, wo sich alte Zweifel, die vielleicht aus einer Machtstruktur herrühren, sich jetzt transformieren, du ganz neue Inspirationen aus dem Feld empfangen kannst und hier wirklich in der Ruhe die Kraft liegt, nämlich in der Ruhe die Kraft für einen Neuanfang. Ein Neuanfang in der Partnerschaft. Lieber Steinbock, ich wünsche es dir ganz, ganz sehr. Lass dich inspirieren von der Energie und ja, wisse, dass du in einer Transformation bist, die aber hier einen wundervollen Neuanfang bereithält.